Liebe Freunde, liebe Ministranten, ich melde mich heute aus der Sakristei der Pfarrkirche St. Johannes in Ottern, heute am 1. April. Normalerweise macht man am 1. April zahlreiche Aprilscherze und legt andere Leute rein. Momentan sind wir in einer Situation, wo wir nicht zum Scherzen aufgelegt sind. Und besonders machen wir keine Scherze auf Kosten von kranken, sterbenden Menschen und auf Kosten von Menschen, die sich in existenzieller Not befinden. Und trotzdem, glaube ich, sollten wir uns unseren Humor nicht verlieren. Ich habe gelesen, wenn man böse dreinschaut, grantig, dann muss man 47 Muskeln bewegen. Wenn man allerdings lächelt und lacht, dann braucht man nur 17 Muskeln. Ich habe mir heute einen Mini-April-Scherz überlegt, für euch Ministranten, einen kleinen Scherz sozusagen, und habe mir einfach mal ein Ministrantengewand angelegt. Seit langer Zeit wieder, sogar in der richtigen Farbe, violett, für die Zeit der Fastenzeit. Und ich glaube, es passt recht gut, allerdings ist vorne ein bisschen kurz. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach zwei Witze. Denn ihr geht es mir gescheit an. Wo es vorher vielleicht oft einmal ein bisschen laut war in der Sakristei, wo euch das Flüstern schwer gefallen ist, ist jetzt viel zu leise. Ihr fällt es mir gescheit und ich hoffe, dass bald wieder da seid bei den Gottesdiensten. Aber nun zu meinen zwei Witzen. Es sind viele Ministranten versammelt und dann sagt der eine Ministrant zum anderen, du Rindviech. Dann sagt der zu, du bist doch noch viel größeres Rindviech. Irgendwann mischt sich der Pfarrer und sagt, jetzt ist einmal Ruhe, merkt sie nicht, dass ich schon da bin. Der zweite Witz, der Pfarrer geht während der Messe an den Ambo und merkt, dass mit dem Mikrofon etwas nicht stimmt und sagt, da stimmt doch etwas nicht mit dem Mikrofon. Und die Leute antworten, und mit deinem Geiste. Liebe Ministranten, ich vermisse euch gescheit, eure Fröhlichkeit, euren Humor, euer Flüstern, euer Immerwährendes und vor allem euren wichtigen Dienst während der Messe. Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, sowohl in der Schule als auch hier in der Kirche. Und ich grüße euch recht herzlich aus der Pfarrkirche.